Exercise vs. Cape Crusaders. Ich habe keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Aber auf jeden Fall gegen diese Mannschaft. Und ich glaube, das müsste auch eine der Nationalmannschaften sein, die es nicht... Oh mein Gott. Wir haben jetzt schon ein Teamlevel. Okay. Die meisten haben davon 54, aber der Torhüter hat 62, hat eine Verteilung von 77. Jamaika? Ist das Jamaika? Ich weiß gerade nicht, wer alles mitgemacht hat. Ich werde jetzt einfach mal nachgucken, ob es da noch Möglichkeiten gibt. Aber es könnte Jamaika sein, oder? Weil Brasilien kann es nicht sein. Brasilien ist ja weiter. Es könnte Jamaika sein. Das ist ja die Hier ist ja niemand. Hier ist ja niemand. Was war das denn jetzt? Läuft nicht gerade sehr gut. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, welche Mannschaft das jetzt hier sein soll. Ich tippe auf halt auf Jamaika. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Oh, sehr schön. Sehr schön. Jetzt versuchen wir es einfach mit Rambazamba. Also Deutschland hat es nicht weiter geschafft. Das weiß ich. Ja. Wie gesagt, das ist eine Mannschaft, die durch die Vorrunde rausgeflogen ist. Aber gut. Das 1-0 ist schon mal da. So, ich werde jetzt erstmal nichts machen. Flunkerfinte. Wie geil war die denn bitte? Aber es war ein Foul. So, dann gucken wir mal. Lauf doch nicht. Ich habe euch doch extra so positioniert, dass ich exakt spielen kann, aber die laufen direkt zu der Position zurück, ne? Aber gut, irgendwie hat es doch noch geklappt. Und dann schauen wir mal. Okay, 2-0. Das ist doch schon mal schön zu sehen. Weiter so, Leute! Dass wir hier in 12 Minuten schon 2-0 stehen haben. Überraschend. Sehr überraschend. Ja, ich muss es benutzen. Nochmal den Staubsauger, beziehungsweise den Saugstauber. Shokuma, glaube ich, heißt es im Japanischen. Oh, was ist hier los? Der Ball ist nicht da, wo er sein sollte. Haltet ihn auf! Haltet ihn auf! Raubritter! So geht's hier aber nicht, mein Freund. So. Oh, wunderschön! Wunderschön gesehen. Schöne Flanke. Da kommt der Feuertornado. Schade, dass man den nicht weiterleveln kann, ne? Dass der kein V ist. V2 oder so. Das wäre echt geil gewesen. Das ist leider, leider zu schade. Zu schade. Feuertornado so abgeschwächt wurde. Aber gut. Drang Tornado. Let's go. Da musste ich jetzt nochmal einsitzen. Und der macht gar nichts. Sehr interessant. Die heiße Phase. Die geht ja recht schnell vorbei. So, wir haben 3-0.
in der ersten Halbzeit. Das ist sehr ungewöhnlich, ne? Die haben einen hohen Team-Level. Aber trotzdem heißt das nichts. So, wir werden jetzt erstmal die mal austauschen. Vielleicht kriegen wir mit denen noch ein Tor hin. Eigentlich wollte ich Bobby zurückschicken. Aber gut, Vulkanblocker. Wenn wir jetzt sogar noch ein Tor schießen. Oh mein Gott. Ein Traum wird mal wieder wahr, S-Rang zu erreichen. Aber irgendwie... Irgendwie ging das jetzt voll in die Hose. So wie die Windhose. Das war jetzt unnötig, dass der jetzt zurückgelaufen ist. Egal, Halbzeit. Zwei Tore müssen wir noch irgendwie schießen. Mal schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Wir haben ja noch zweimal Raubritter. Das ist schon mal ein Vorteil. So, Cyclone. Activated. So. Ah, das Problem ist, ich komme hier nicht durch, ne? Ich weich aus. Auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt. Ja. Ich habe mir fast gedacht, dass da irgendwas kommen wird. Oh, Flammtänzer kostet auch so viel, ne? So, versuchen wir mal mit, auch mit Turbotöle. Aber der Expresszug hält uns auf. Nein! Wir werden vom Zug überfahren. So, Jojo-Ball, hol dir den Ball. Sehr schön, Stonewall. Dein Jojo-Ball ist irgendwie ein bisschen Verlass. So, genau an den richtigen. Fenris Wolf, let's go! Hau das Dingen rein! Müssen mit Level Up. Was haben wir denn da? Spinnenzange. Ah, sehr schön. Und? Er geht rein. Puh. Ein Tor noch. Dann haben wir wieder S-Rang erreicht. Seit langem mal wieder. Doppelte Erfahrungspunkte. Ich hoffe, wichtige Erfahrungspunkte. Auch hohe. So, dann gucken wir mal. Ob wir da irgendwie den Ball kriegen. Bei Spinnzange hatte ich jetzt ein bisschen Panik gehabt. So. Mike. Dylan. Doppelfeuer. Ich hoffe, die TP reicht noch aus. Alter, sieht die geil aus. So, wir können leider keinen Einhornschuss mehr machen. Egal, dann nehmen wir den Doppeldreher. Und hoffen, dass wir dadurch das Tor schießen können. Es kommt Wildniskralle, aber die sollte eigentlich nicht aufhalten, oder? Nee, nicht die Wildniskralle. Spinnzange eventuell, aber die Wildniskralle nicht. Aber seit Ewigkeiten haben wir es tatsächlich wieder mal geschafft, ein 5-0 hinzukriegen. Und man merkt, dass die Mannschaft wesentlich schwächer sind als die anderen Leuten. Und da ist es doch berechtigt, dass die tatsächlich in der Vorrunde schon ausgeschieden sind. Ja, nehmen Vulkanblocker. Weil wenn wir mit so einer Krüppelmannschaft tatsächlich sie mit 5-0 besiegen, dann kein Wunder, dann hätten
dass sie in der Vorrunde rausgeflogen sind. War ja mit Deutschland genauso, da haben wir ja auch ziemlich schnell Tore geschossen. Und diesmal kriegen wir sogar ein 6-0. Ach, schön mal wieder einen S-Punkt zu haben. Eine Mannschaft weniger, die ich nochmal bespielen muss. Gegen die spielen muss. Sagen wir es mal lieber so rum. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass die Zeit sich verschnellert. Und zwar den Zeitraffer. Den hauen wir jetzt mal rein. Für ein paar Sekündchen. Er läuft, glaube ich, bis zur nächsten Aktion, habe ich das Gefühl. Flunkerfinte. Soll kein Problem, ist kein Problem. Und Spiel beendet. Perfekt. Holy moly. Dum, dum, dum. Habt ihr euch überhaupt Mühe gegeben? So was Blödes. Nochmal besiegt ihr uns nicht. Ich glaube schon. Wie viele Erfahrungspunkte gibt ihr mir denn? Joa, 800 mit S-Rang. Nicht verkehrt. Gut, dann schauen wir uns mal hier noch eine Mannschaft an. Und ich bin gespannt, was es sein wird.